weil die Kunden im Moment zurückhaltend sind. Dann haben wir den Luxemburger Markt, der ist im Moment komplett verschlossen für uns. Und dort haben wir, also ich jetzt persönlich, wir haben dort viele Aufträge, die stehen jetzt bei uns fertig produziert in der Werkstatt und können nicht ausgeliefert werden. Genauso ist es nach Frankreich, das ist auch problematisch, was auszuliefern. Und wir merken auch jetzt schon, dass wir die Aufträge, die im Moment da sind, abarbeiten, aber hinterher nichts mehr da ist. Das heißt also, wir nachher, wenn das möglicherweise abgearbeitet ist, ein Auftragsloch haben, was wir dann irgendwie füllen müssen. Das wird mit Sicherheit so passieren, so wie es aussieht. Ich sehe das immer an meinem Terminkalender. Wenn ich normalerweise habe ich 20, 30 Termine in der Woche, im Moment habe ich 5 oder 6. Mhm. Und dann sehe ich direkt, es kommen keine Aufträge. Mhm. Haben Sie irgendwelche öffentlichen Stellen bisher bemüht, um möglicherweise Stundungen oder Ähnliches an Erleichterungen zu erfahren? Oder denken Sie, dass Sie so gerüstet sind, dass Sie ganz gut durch die Krise kommen? Von unserer Seite haben wir nur am Wirtschaftsministerium angefragt nach verlorenen Zuschüssen, weil es nutzt uns nichts, wenn wir einen Kredit aufnehmen. Mhm. Da brauche ich das Wirtschaftsministerium nicht dazu. Für uns ist wichtig, dass wir Dinge, die im laufenden Betrieb Geld kosten, dass wir die finanzieren. Und wir haben nur ein gewisses Polster, um maximal bis zum 1. Mai durchzuhalten, ohne die öffentliche Hand. Dann wird es anschließend sehr schwierig für uns. Ja, Herr Luxich, Sie kommen aus dem politischen Berlin. Da wird natürlich auch ständig jetzt getagt und konferiert. Was glauben Sie, wie lange kann eine Volkswirtschaft wie die Deutsche einen solchen Lockdown, den wir im Moment haben, aushalten, ohne nachhaltigen Schaden zu nehmen? Ja, ich glaube, es war kurzfristig richtig und notwendig, diese Maßnahmen zu treffen. Die unterstütze ich auch, einfach um den Anstieg der Infizierten zu bremsen. Aber wir müssen jetzt dringend Ausstiegsszenarien entwickeln, weil meine Rückmeldungen sind exakt die gleichen. Also es gibt natürlich Firmen, Dachdecker zum Beispiel, die draußen arbeiten können, die können ihren Auftragsbestand noch abarbeiten, aber es fehlt jetzt an Aufträgen in der Pipeline. Die Lage im Einzelhandel ist jetzt schon dramatisch, die haben kein so großes Polster. Und ich glaube, da gibt es im Moment noch bei vielen den Fehlschluss, dass gedacht wird, der Staat könne das auch langfristig irgendwie tun. Also was wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten auf den Weg gebracht haben, auf Bundesebene einen Nachtragshaushalt von 156 Milliarden, Krediten von wir haben auch eine Reihe an Krediten auf den Weg gebracht und Gewährleistungen von insgesamt über 700 Milliarden Euro, das ist ja nur für einige Wochen ausreichend. Also insofern ist es jetzt notwendig, über Ausstiegsszenarien nachzudenken, weil das kann so ewig nicht funktionieren. Jeder Tag ist volkswirtschaftlich unheimlich teuer. Wir haben gesunde Firmen, die drohen, pleite zu gehen. Also insofern ist das, was jetzt Dänemark, Österreich machen, was auch der Deutsche Ethikrat empfohlen hat, absolut notwendig. Wie kommen wir da Schritt für Schritt in kleinen Maßnahmen wieder raus? Ich glaube, das muss zum Beispiel mit dem Einzelhandel anfangen. Der Blumenhändler darf keine Blumen verkaufen, aber im Baumarkt geht's. Da kann man auch Farbe kaufen, aber der kleine Einzelhändler darf es vor Ort nicht. Also das sind Sachen, die müssen wir jetzt angehen, weil gerade den kleinen Firmen sonst schnell die Luft ausgeht. Herr Klein-Zirbes, wie beurteilen Sie denn das Management der Politik in dieser Krise im Moment? Ist das okay, also auch dieses Herunterfahren, aber vor allen Dingen jetzt gerade für Ihre Klientel halt die angebotenen Hilfen? Kommt das an? Ist das ausreichend oder muss danach gesteuert werden? Also die Kammern machen ja gerne unter dem Titel Politikberatung manchmal so Kritik an der Politik. Und da muss man jetzt einfach mal sagen, die Politik hat in Deutschland im Bund und im Land auch gezeigt, dass sie wirklich handlungsfähig ist und auch gehandelt hat. Also da muss man auch mal sagen, das war wirklich gut und weitestgehend auch unbürokratisch. Wie das immer so ist, das war ja ein exogener Schock. Das war ja keine Krise, die sich lange angekündigt hat, weil man eine Blase aufgebaut hat, sondern es war ein Schock. Hat es hier und da natürlich auch in der Informationspolitik, im Erwartungsmanagement Situationen gegeben, wo man gesagt hat, okay, jetzt müssen wir nachsteuern. Aber im Großen und Ganzen, gerade so in den letzten Tagen, wenn ich angucke, die neuen Programme für die Unternehmen, die auch größer als 10 Mitarbeiter sind, wenn ich mir jetzt angucke, die leichteren Vergaben, die im Übrigen dazu führen können, für die öffentliche Hand, dass sie genau das, was Charlie Hodapp gerade beschrieben hat, abfangen können, nämlich dass jetzt Schulen renoviert werden, dass in die öffentlichen Gebäude investiert wird, und zwar relativ schnell und relativ
unbürokratisch, das wird ermöglicht. Da haben wir heute eine Pressemeldung zu mitgegeben. Mir ist eine Botschaft heute ganz, ganz wichtig. Das Handwerk ist da und zwar nicht nur in den Bäckereien als Helden des Alltags. Das Handwerk ist auch für den Bau- und Ausbaubereich da in ganz, ganz vielen Bereichen und nicht nur, wenn ein Notfall ist. Also es gibt klare Hygienevorschriften, die werden eingehalten. Der Handwerksunternehmer hat ein ganz ureigenes Interesse daran, seine Leute und den Kunden zu schützen und wird deshalb alles tun, dass die Hygienevorschriften sehr genau eingehalten sind. Also das ist die klare Botschaft. Das Handwerk ist auch in dieser Zeit für Sie da. Es gibt einige Ausnahmen, Stichwort Friseure, aber im Großen und Ganzen ist das Handwerk für die saarländische Bevölkerung da. Wie sieht es denn aus mit den Arbeitsplätzen? Glauben Sie, dass es, wenn es länger dauert, eine größere Arbeitslosigkeit im Handwerk droht? Oder glauben Sie, dass man sich da mit Kurzarbeit behelfen kann? Also Kurzarbeit halte ich für ein sehr gutes Instrument und das hat uns ja auch schon mal in der Krise 2009 geholfen. Andere Länder hatten es zwar schwieriger, weil sie dieses Instrument so nicht hatten. Man muss eines sehen im Handwerk. Also die Handwerksunternehmen wissen auch, dass es eine Zeit nach Corona gibt und dass dann vielleicht sehr stark eine sehr hohe Auftragswelle dann wieder kommt, die abgearbeitet werden will. Ja? Und bei der angespannten Fachkräftesituation, das war immer so der Risikofaktor, den wir als Handwerkskammern bei unseren Konjunkturpressekonferenzen adressiert haben, ist es vollkommen klar, dass die Unternehmen möglichst lange versuchen, ihren Mitarbeiterstamm zu halten. Mal ganz abgesehen davon, dass es da ja in der Regel auch persönliche Beziehungen gibt. Und im Handwerk ist eben der Mitarbeiter ein Kollege, ein Familienmitglied und keine Kennziffer. Und deshalb, das wird dem Handwerk manchmal auch vorgeworfen, dass man zu lange an seinen Mitarbeitern festhält in Krisenzeiten. Aber im Handwerk wird der Begriff der Handwerksfamilie in solchen Zeiten eben auch greifbar. Und es muss schon wirklich sehr hart kommen, dass es da zu Entlassungen kommt. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wann die Wirtschaft wieder angefahren wird. Den Begriff Exit mag ich in dem Zusammenhang nicht so. Eigentlich ist es ja ein Wiedereinstieg. Mhm. Wann und wie strukturiert wir den hinkriegen, das wird ganz entscheidend sein. Herr Hoder, wie sieht es bei Ihnen im Betrieb aus? Der Herr Klein-Zirbis hat ja gesagt, es kann irgendwann einen riesen Auftragsschub geben. Wie ist da Ihre Planung? Fahren Sie im Moment eher auf Sicht und sagen, also oder haben Sie sogar einen Krisenstab, wo Sie oder sind Sie der persönliche Krisenstab? Wie läuft das bei Ihnen? Ich habe meine beiden führenden Mitarbeiter, die habe ich bei mir im Krisenstab. Mhm. Und wir fahren im Moment ein bisschen mit Urlaub. Das ist ein ganz gutes Mittel, weil die 60 bzw. 67% Kurzarbeitergeld, die reichen ja hinten und vorne nicht bei den Mitarbeitern. Und ich sehe das so, ich versuche, die Mitarbeiter zu halten, weil wenn man gute Mitarbeiter hat, die schickt man nicht einfach in den Wald. Mhm. Und was wir hoffen, wir denken, dass nach diesem Wiedereinstieg, was Herr Klein-Zirbis gemeint hat, dass dann zuerst ein kleines oder ein Tal kommt, wo Aufträge nicht da sind. Und wir denken schon, dass hinterher, ich hoffe ja, dass das Richtung Herbst und Jahresende auch so kommt, dass dann wirklich eine Welle kommt, weil es ist ja ein Stau dann da. Die Leute haben ihr Geld auf der Bank und da kriegen sie keine Zinsen und die geben es aus. Und dann hoffen wir ja alle, dass sie es auch im Handwerk ausgeben. Sie sind ja auch in der Innung aktiv bei den Schreinern und ähnlichen Gewerken. Das geht ja hin bis zu den Bestattungsunternehmern bei Ihnen. Was sagen die Kollegen aus Ihrer Innung? Wie sieht es da aus? Haben Sie da schon Gespräche führen können? Ja, da haben wir auch Gespräche geführt. Also da sieht es ähnlich aus bei den Kollegen. Die versuchen alles so lange wie möglich durchzuhalten. Es ist natürlich ein Tal der Tränen, wo wirklich viele bis zu ihrem Limit kommen finanziell. Mhm. Und wir haben auch bei unserer Innung haben wir auch schon, sage ich mal, alle Register gezogen, dass wir dort auch nicht Schiffbruch erleiden mit unserer Lehrwerkstatt. Dort haben wir Kurzarbeit angemeldet. Wir haben alle Lehrgänge, alle überbetrieblichen Unterweisungen und so weiter oder Fortbildung haben wir auch unterbrochen, auf unbestimmte Zeit zunächst mal, was uns dort auch dann ein großes Problem finanziell bereitet. Dort konnten wir, weil das ein bisschen anders strukturiert ist, konnten wir auch Kurzarbeit anmelden für die Mitarbeiter, die dort tätig sind. Mhm. Und
aber wir beschäftigen nach Möglichkeit, beschäftigen wir die trotzdem, weil dort gibt es auch Renovierungsstau in dem Gebäude und da tun wir dann selbst ein bisschen was. Herr Luxich, als Liberale muss Ihnen ja der Magen umdrehen bei diesen ganzen Freiheitsrechten, die jetzt eingeschränkt worden sind und die innerhalb kürzester Zeit ja heruntergefahren worden sind und die ja im Moment ja auch noch auf große Akzeptanz der Bevölkerung stoßen. Glauben Sie, das lässt sich nochmal alles zurückdrehen, so den Status quo ante, oder bleiben da Beschränkungen über längere Zeit, die vielleicht dann den einen oder anderen Politiker dazu bringen, zu sagen, so schlecht war das doch gar nicht mit diesen ganzen Sachen? Ja, ich glaube, es wird in der Tat, wir müssen damit lernen, dauerhaft mit verschiedenen Restriktionen umzugehen. Ich glaube, das Kernproblem, was wir derzeit haben aus gesundheitspolitischer Sicht, sind große Menschenansammlungen. Also das heißt, die Versammlung und Demonstrationsfreiheit, die wird aller Wahrscheinlichkeit nach länger eingeschränkt werden müssen. Also große Menschenansammlungen, das ist im Moment wohl das Kernproblem bei der Verbreitung des Coronavirus. Also das heißt, dass der Sport, die Kultur, aber auch die Politik, überall da, wo viele Menschen zusammenkommen, vor allem in geschlossenen, engen Räumen, es hier dauerhaft zu Einschränkungen kommen wird. Ich glaube, am ehesten, die Öffnungsstrategien können am ehesten da einsetzen, wo wir Hygiene- und Abstandsregeln einhalten können. Ich sehe das wie Herr Klein-Zirbis, also im Einzelhandel lässt sich das umsetzen, da, wo man das eben ähnlich wie auch in einem Baumarkt machen kann. Aber es wird eben Schritt für Schritt gehen müssen. Und insofern ist das ist in der Tat ein schwerer Eingriff in bürgerliche und gesellschaftliche Freiheiten. Und der zweite Punkt, der mir auch Sorge macht, sind natürlich auch die Eingriffe des Staates in die Wirtschaft. Wir werden jetzt natürlich eine Reihe an wahrscheinlich Verstaatlichungen von Betrieben bekommen. Und da ist natürlich die Frage, schaffen wir es auch hier wieder irgendwann herauszukommen? Stichwort Commerzbank, das war wahrscheinlich damals ein Stück weit notwendig. Aber der Staat ist da bis heute beteiligt. Insofern, das wird eine ganz wichtige Debatte. Und deswegen ist auch, glaube ich, da eine liberale Stimme dringend notwendig. Zum einen dafür zu sorgen, dass es nur da, wo es unbedingt notwendig ist, der Staat eingreift, dass auch immer nur temporär ist. Und auch bei den Eingriffen in gesellschaftliche Fragen ist immer wieder neu begründet werden muss. Deswegen drängen wir ja eben auf diese Öffnungsstrategien, auch gerade mit Blick auf Österreich, Dänemark, der Ethikrat. Also es muss jeden Tag neu und gut begründet werden. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, diese Debatte zu führen, der Verhältnismäßigkeit. Welcher Eingriff ist wann wie verhältnismäßig? Und ich glaube, deswegen ist es richtig, auch darüber zu diskutieren. Dafür gibt es ja teilweise schon Kritik. Aber ich glaube, in einer freien Gesellschaft ist es absolut notwendig, über diese Einschränkungen zu diskutieren, die ja auch auf psychologischer, sozialer Ebene ja massive Auswirkungen haben. Ja, vor allen Dingen auch in Sachen Datenschutz, dass man sagt, also das Nachverfolgen der Personen soll erleichtert werden und Ähnliches. Wie sehen Sie denn solche Datenschutzüberlegungen, die im Moment ja auch in der Bundesregierung und andernorts um sich greifen? Ja, ich glaube, das ist sehr kritisch. Ich glaube, man kann einiges von anderen Ländern sich abschauen. Ich glaube, dass zum Beispiel die asiatischen Länder die Krise sehr viel besser im Griff haben, indem sie zum Beispiel sehr viel stärker auf Mundschutz setzen. Da gibt es ja offensichtlich sehr große Versäumnisse in Deutschland. Zu wenig Bevorratung, Probleme bei der Beschaffung. Ich glaube, das kann auch gerade im Ausstiegs- oder Öffnungsszenario helfen, für den Übergang in bestimmten Bereichen mit Mundschutz wieder das gesellschaftliche Leben zu lockern und zu öffnen. Ich bin ein großer Anhänger der Digitalisierung, habe auch selber die App des RKI runtergeladen. Es muss halt eben anonymisiert sein und dann macht das Ganze Sinn, um eine bessere Entscheidungsgrundlage zu haben. Ich glaube, das ist im Moment auch ein Problem, dass sehr viele schwerwiegende Entscheidungen auch auf einer sehr dünnen Datengrundlage getroffen werden. Es wird ja nur auf einzelne Kennzahlen geschaut, auf die Infizierten. Und da haben wir ja ein Paradoxon. Je besser wir die Kurve abflachen, desto länger wird es ja dauern. Ich glaube, das muss man sich einfach vor Augen halten. Deswegen ist es ja auch wichtig zu schauen, wie sieht es im Bereich der Kliniken aus. Da finde ich, haben wir eine ganz tolle Leistung in Deutschland vollbracht, haben sehr schnell Betten geschaffen, leergeräumt, umgewandelt, neue Intensivstationen, Beatmungsräder. Und da ist ja zum Glück sehr viel freie Kapazität derzeit vorhanden. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, den man sehen muss. Und insofern glaube ich, dass es jetzt sinnvoll und notwendig ist, langsam über diese Öffnungsstrategien zu reden, weil eben, und das war ja eben auch Ihre Frage, sowas eben nicht dauerhaft finanziert werden kann. Es werden nicht nur Menschen in der Kurzarbeit, die jetzt sehr viel weniger Geld haben, es werden auch gesunde Firmen sonst pleite gehen, nicht nur kleine, auch mittlere, große Konzerne. Das wird eine gewisse Zeit lang, lässt sich das vom Staat lang überbrücken, aber das ist wie ein Kreislauf, in der irgendwann einzelne Teile absterben, wenn das wirtschaftliche Leben nicht mehr pulsiert. Deswegen ist es auch wichtig, auch über diese Frage zu reden.
Herr Klein-Zirbes, Sie haben, eben ja schon über die Probleme von Herrn Rodab gesprochen, dass er Luxemburg im Moment keine Aufträge abarbeiten kann oder nichts ausliefern kann. Es gibt ja eine heftige Diskussion, ob die Grenze wieder geöffnet werden soll und wann. Auch Herr Asselblom hat, glaube ich, gestern gesagt, dass mit den Grenzen ist, Grenzschließungen ist eigentlich dummes Zeug, auf gut Deutsch gesagt. Wie stehen Sie denn dazu jetzt als Handwerker und als Handwerkshauptgeschäftsführer, Kammerhauptgeschäftsführer, aber auch als Privatperson, der hier an der Grenze jetzt ja einige Jahre schon lebt und diese Freiheit ja auch genossen hat, die man vorher hatte? Also ein ganz profunder Punkt, ja. Also das ist, wo, wenn nicht im Saarland, wird die deutsch-französische Freundschaft gelebt und es ist Teil des Alltags. Und wir haben also etwas wie eine Frankreich-Strategie aufgelegt, dass wir innerhalb einer Generation die Ersten sein wollen, die bilingual sind. Von daher, alles, was man in dieser Richtung tut, muss man mit Bedacht tun. Das ist meine Meinung. Ich gucke, auch das gehört so weit dazu. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Rheinland. Wenn ich da so gucke, da sind ja die Grenzen zu den Nachbarländern zum Teil noch auf. Das sind jetzt nicht solche Risikogebiete wie in Frankreich. Das gehört auch so weit dazu. Aber ich denke, alles, was man hier tut, muss man mit Bedacht tun. Dazu ist es zu wertvoll, was in den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurde. Ich würde gerne noch einen Satz zu dem sagen, was Herr Luxic gerade gesagt hat, was so die staatlichen Interventionen angeht. Ich glaube, es ist auch ein guter Zeitpunkt, dass wir uns über und die Vorteile unseres Systems wieder bewusst werden, dass wir eben in einer sozialen Marktwirtschaft leben, die ein Gesundheitssystem aufgebaut hat, die ein Sozialsystem aufgebaut hat, was möglich war, weil Unternehmen auch Steuern erwirtschaftet haben und der Staat damit ja auch relativ gut gehaushaltet hat. Und wann, wenn nicht in einer Situation wie jetzt, sollte man dieses Geld so einsetzen, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt? Das Thema mit den staatlichen Eingriffen, das ist ja etwas, wo man erstmal schon ein bisschen zuckt, wenn man genau weiß, dass die soziale Marktwirtschaft entstanden ist, auch als Gegenmodell einer unfreien Gesellschaft, einer sehr unfreien Gesellschaft. Und wir haben ja auch zweimal eine unfreie Gesellschaft in natürlich graduellen Unterschieden erlebt. Aber es war immer der Punkt, wie viel Freiheit gibt es in einer Gesellschaft? Und wir sind mit dem freiheitlichen Gesellschaftsmodell immer sehr, sehr gut gefahren. Und es bringt uns jetzt auch in eine Situation, die uns möglicherweise vor schlimmeren Dingen bewahrt, die andere Länder leider erleben müssen. Und deshalb wäre mein Appell an alle Verantwortlichen in Berlin, alle Freiheitsbeschränkungen, die man jetzt macht, dass man die ganz klar zeitlich limitiert, dass man sagt, das hat nur eine Gültigkeit bis dann und dann und dann wird das automatisch zurückgebaut. Sonst haben wir genau diesen Effekt, den wir auch bei Subventionen immer haben, wenn sie einmal etabliert ist, wird sie nicht mehr zurückgebaut. Das ist ein ganz, ganz großer Vertrauensvorschuss, den die Politik jetzt auch kriegt von sehr disziplinierten Deutschen, auch das will man sagen, von der Bevölkerung, die ja weitgehend sehr diszipliniert ist, den die Politik da jetzt kriegt und der darf nicht dadurch verspielt werden, dass man jetzt Freiheitsrechte ja auf unbestimmte Zeit aussetzt. Ich muss jetzt noch mal auf eine Anmerkung von Herrn Hoder zurückkommen. Er hat gesagt, dass die Lehrwerkstatt bei den Schreinern zu ist. Wie sieht denn das überhaupt mit diesem Ausbildungsjahr aus? Gibt es da durch die Klemme möglicherweise Probleme, die auftreten könnten? Also ich sehe das noch nicht. Da wird ja viel jetzt auch an Fake News verbreitet. Ein ganzes Ausbildungsjahr geht verloren und so weiter und so fort. Ich sage Ihnen ganz offen, wir haben natürlich unter Vorbehalt, aber wir haben jetzt zur Prüfung im Mai schon eingeladen. Wir haben da den Vorbehalt drauf gemacht. Bitte guckt vor der Prüfung nochmal ins Internet, auf die Homepage der jeweiligen Bildungsstätte, wo die Prüfung durchgeführt wird, ob sie auch wirklich durchgeführt wird. Wir haben bestimmte Prüfungen verschoben, das heißt, wir haben sie nicht ausgesetzt, wir haben sie verschoben, also wir haben sie nicht abgesagt. Und es ist nicht die Zeit und es gibt bis jetzt noch keinen Anlass, da besonders unruhig zu werden. Wird die Meisterfeier stattfinden? Die ist doch normalerweise im Mai, ja? Ja, die Meisterfeier haben wir verschoben, aus guten Gründen. Man muss wissen, den Meistertitel, den darf derjenige ja trotzdem haben. Es geht ja um die Überreichung und des Schmuckbriefs sozusagen. Ja. Und es ist ein wichtiger Teil der Wertschätzung, den das saarländische Handwerk da erfährt, auch von seitens der Politik und den sogenannten Honorationen der Gesellschaft. Das ist auch richtig und wichtig, aber deshalb geht jetzt keinem sein Meisterbrief durch die Lappen oder sein Meistertitel. Deshalb darf er sich nicht selbstständig machen oder nicht ausbilden etc. pp. Wir werden das nachholen. Da gibt es im Moment tolle Überlegungen, wie wir das machen, aber da sind wir noch im Brainstorming, aber da fällt uns mit Sicherheit was Gutes ein. Herr Hoder, wenn Sie mit Kollegen reden,
Wie weit sind die denn von ihrem unternehmerischen Habitus auf eine solche Krise vorbereitet? Gibt es auch welche, die denen, wie man so schön sagt, die Klammer geht? Oder kommt da bei denen so ein bisschen die Anführernatur durch? So, jetzt richtig mal rein. Oder wie ist das so aus Ihrer Erfahrung? Gut, das ich spreche ja mit den Kollegen. Die meisten sind natürlich auch so, die sagen erstens, wir müssen jetzt da durch. Das finde ich auch, handwerkspolitisch finde ich das natürlich auch ein schöner Zug. Aber es geht wirklich nur eine Zeit lang. Und wenn wir nicht dieses Wiedereinstiegsszenario baldmöglichst finden, baldmöglichst heißt also spätestens Ende des Monats, dann wird wirklich bleibender Schaden an vielen Betrieben, wo ich sage, dann denke ich, verliere ich 30% meiner Kollegen hier. Also ich spreche für die Schreiner. Ja. Ja, Herr Lukas, Sie haben eben ja schon gesagt, Staatsbeteiligungen möglicherweise in homöopathischen Dosen, wo es nicht anders geht. Auf der anderen Seite, wo ist da die Grenze zu ziehen? Ja, also es kann irgendwann der Spruch kommen, zu dem einen kommt der Gerichtsvollzieher, zu dem anderen der Staatssekretär. Und das kann ja auch nicht sein, dass die Kleinen dann leise sterben und die Großen dann möglicherweise auch nicht mehr marktgerecht agierende Unternehmen, die vor der Krise schon Probleme hatten, dann staatlich aufgepäppelt werden. Wo kann man denn dort die Grenze ziehen? Oder wird es einen Staatsfonds richten, der möglicherweise diese Beteiligungen managt? Oder wie kann man sich das jetzt real vorstellen? Ja, wir haben im Deutschen Bundestag sehr schnell reagieren müssen. Das war ähnlich wie in der Euro-Krise, wo man in sehr kurzer Zeit sehr große Summen bewegt hat. Und so war das auch hier. Neben dem Nachtragshaushalt wurde ein Wirtschaftsstabilisierungsfonds geschaffen, also für Firmen über 250 Mitarbeiter, die Möglichkeit der Beteiligung, also ähnlich wie damals der Möglichkeit der Bankenbeteiligung, jetzt umgewandelt auf die Wirtschaft. Ich glaube, wir haben jetzt, wie es eben auch gesagt wurde, einen exogenen Schock. Die Firmen können ja erstmal nichts dafür. Manche sind auch aufgrund von staatlichen Verordnungen erst in diese Schieflage jetzt noch zusätzlich geraten. Insofern ist es auch berechtigt, dass die Firmen, die gesund sind, unverschuldet in eine missliche Lage gekommen sind, jetzt auch auf den Staat, auf die Solidarität des Staates zurückgreifen können. Aber es gibt zum einen eine Förderlücke. Ich habe das mal in einer Grafik aufgezeichnet. Also hier die Hilfen des Bundes über 250 Mitarbeiter. Das ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Dann von 1 bis 10 Mitarbeiter, die Hilfen des Bundes. Und dann war ja die Kritik der FDP, dass wir diese Förderlücke haben. Jetzt hat ja auch das Saarland die Hilfen erweitert bis 100. Allerdings, wenn wir uns mal schauen, in anderen Bundesländern gibt es natürlich sehr viel weitergehende, sowohl von den Summen als auch von den Beteiligungen, also von den Mitarbeitern her größere Summen. Also insofern gibt es im Moment eine Lücke im Mittelstand, um kurzfristig hier einzuspringen. Und natürlich sind auch die Summen im Saarland kleinere. Also wenn wir das vergleichen mit Rheinland-Pfalz, wir hatten anfangs 30 Milliarden, da hat ja die FDP wie auch die IHK gesagt, wir brauchen 100. Da hieß es, das geht nicht, da sind wir jetzt drüber. Aber im Vergleich zu Rheinland-Pfalz, das ja viermal größer ist, sind wir da noch sehr weit zurück. Also will nur sagen, die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, die helfen, eine kurze Zeit zu überbrücken. Aber eben mehrere Monate, da wird es schwierig. Und da besteht dann in der Tat die Gefahr, dass man bei den Firmen ab 250 Mitarbeitern einspringt. Aber gerade der klassische Mittelstand, der eben Schwierigkeiten hat. Es wird natürlich Firmen geben, die können die Aufträge nacharbeiten, aber andere, die haben einen verlorenen Umsatz. Da besteht die große Gefahr, dass wirklich gesunde Firmen wegfallen. Deswegen ist es umso wichtiger, die im Blick zu haben, sowohl bei den Förderszenarien als auch bei den möglichen und notwendigen Öffnungsszenarien, damit eben diese gesunde Landschaft, die wir in Deutschland haben, wir sind ja so stark, weil wir so einen starken Mittelstand haben, damit nicht diese Landschaft gefährdet wird. Stichwort Einzelhandel, wir sehen es ja, Amazon stellt jetzt Mitarbeiter ein, die haben eh schon ein ganz schweres, das stationäre Einzelhandel hat sowieso schon ein ganz schweres Geschäft, also auf die muss man jetzt vermerktes Augenmerk legen, aber auch der industrielle Mittelstand, die Industrie, auch die kann das nicht ewig durchstehen und auch der Staat kann da nicht ewig in die Bresche einspringen. Also insofern der besondere Fokus auf die kleinen und mittleren Unternehmen. Manche haben ein größeres Kapitalpolster, die können da länger durch, aber jetzt ist es erstmal notwendig, Liquidität zu schaffen. Da ist es zum Glück im Saarland jetzt unbürokratischer geworden. Da gab es ja am Anfang zu Recht viel Kritik, weil es viel zu kompliziert war. Das ist jetzt ein Stück weit verbessert worden. Aber wie gesagt, im Vergleich zu anderen Bundesländern waren wir da immer noch relativ langsam. Auch die Summen sind natürlich andere. Also insofern ein wichtiger Punkt, hier hinzuschauen, damit wir nicht in 3-4 Monaten eine ganz andere Wirtschaftsstruktur haben als vorher. Ja, glauben Sie denn, dass
gerade im Handel, da hat jetzt Karstadt Kaufhof das vorgemacht, dass man dann unter den Schutzschirm der Insolvenz flieht. Es gibt auch die Hinweise, dass Mediasaturn das Ähnliches plant. Wird da jetzt nicht, dass der Handel sagt, also ihr habt uns jetzt das Geschäft kaputt gemacht und jetzt, lieber Staat, musst du auch zahlen, indem die Arbeitsagenturen halt bei der Insolvenz 3 Monate das Insolvenzausvergelt. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Also da geht es ja um die Mietausfälle. Ja, für ein Beispiel, gut gemeint und schlecht gemacht, weil es jetzt natürlich auch Firmen ein Stück weit ausgenutzt haben, jetzt ihre Miete nicht zu zahlen. Und das ist ja eine Möglichkeit, jetzt ja gerade Adidas andere genutzt haben. Die sind jetzt wieder ein Stück weit zurückgerudert aufgrund des öffentlichen Druckes. Und ich glaube, das war auch zu kurz gedacht. Weil wir müssen ja auch mal sehen, was das für eine Spirale auslöst, wenn jetzt alle ihre Miete nicht mehr bezahlen würden. Dann kommt ja auch der Vermieter in finanzielle Schwierigkeiten und dann am Schluss auch die Banken, unser ganzes Bankensystem. Also insofern war das, glaube ich, ein großer Fehler in dem Gesetzeswerk. Deswegen haben wir da auch Vorschläge gemacht, auf der privaten Seite das Wohngeld, aber auch für gewerbliche Vermieter hier einzuspringen, statt einfach diese breiten Stundungen ins Gespräch zu bringen, weil das eben eine ganze Welle auslösen kann. Also insofern wirklich ein großes Problem. Und klar, die Gefahr ist natürlich, dass jetzt auch Firmen sowas ausnutzen, die es eigentlich vielleicht nicht gebraucht hätten. Aber ich habe jetzt von zum Beispiel größeren Firmen gehört, beispielsweise im Saar-Pfalz-Kreis, dass die auch schon vorher ihre Miete nicht gezahlt haben. Also insofern, es geht gerade im stationären Handel, gibt es ja schon längerfristig Probleme. Insofern hat man das jetzt versucht, auch ein bisschen dadurch zu kaschieren, glaube ich. Herr Klein-Zirbes, Sie haben eben gesagt, die öffentliche Vergabe soll erleichtert werden. Auf der anderen Seite haben heute und der Hauptauftraggeber ja auch gerade für das Handwerk sind die Kommunen. Heute hat allerdings die kommunale Seite auch einen Rettungsschirm für die Kommunen gefordert. Das heißt, man kann zwar vielleicht öffentliche Aufträge leichter vergeben, aber es ist nachher kein Geld, das sie zu bezahlen möglicherweise, weil die Kommunen ja durch die Gewerbesteuerausfälle ja auch jede Menge Einnahmen wegbrechen. Wie stehen Sie zu einem solchen Rettungsschirm, der über die Kommunen gespannt werden soll? Das muss man sich genau nochmal anschauen. Das ist jetzt ein bisschen zu früh, sich da zu positionieren. Ich fand es einen guten Schritt, wie gesagt, dass man jetzt die Vergaben für die Kommunen erstmal erleichtert hat. Es hat mich ohnehin gefreut, dass in einer so Notsituation Liquidität vom Staat da ist. Da ist man ja, ich rede jetzt mal nicht als Hauptgeschäftsführer, sondern als Bürger gewissermaßen, hat man oft den Eindruck, man ist immer sehr auf Kante genäht, was den Haushalt angeht. Und damit werden dann auch zum Teil Steuererhöhungen erklärt oder begründet. Und dann erlebt man so eine Situation, wenn es hart auf hart kommt, ist das Geld da. Das ist ja eine positive Nachricht, das muss man auch mal sehen. Von daher muss man da mit dem Rettungsschirm genau hingucken. Wenn die Kommunen am Ende pleite sind, dann hat auch keiner was gewonnen. Ne? Aber wenn ich kurz einspringen darf, ich glaube, das zeigt, dass die Politik oder die Idee der Schuldenbremse richtig war. In guten Zeiten sparen, damit man in der Krise gut vorbereitet ist. Deswegen geht es ja Deutschland auch besser als anderen Ländern. Nicht nur das Gesundheitssystem, auch der Staat kann ja mit sehr großzügigen Maßnahmen jetzt einspringen. Also ich glaube, insofern war das gut und richtig. Ich bin ja auch in der Kommunalpolitik, da versuchen wir jetzt gerade mehr Aufträge zu vergeben. Es macht ja auch Sinn, jetzt beispielsweise, wenn eine Halle leer ist, die zu sanieren oder die Straße, wenn weniger Verkehr ist. Also insofern kann auch da eine Zeit lang die Kommunalebene einspringen. Aber da wird in der Tat drüber zu diskutieren sein, ob der Saarlandpakt und auch die kommunale Schuldenbremse da auf Dauer nicht an Grenzen stößt. Also ich glaube, es ist auch richtig, dass man zum Beispiel jetzt Firmen die Gewerbesteuer stundet. Ich glaube, man muss sogar wahrscheinlich noch weiter gehen, also mit einer Art negativen Gewinnsteuer, Gewinne des letzten Jahres, die an Steuern gezahlt wurden, wieder zurückgeben, damit einfach Geld im System bleibt. Das wird alles Geld kosten und ich glaube, wir müssen auf allen staatlichen Ebenen handlungsfähig bleiben. Also insofern wird das, glaube ich, je nachdem wie lange und wie schwer die Krise ist, wahrscheinlich nochmal ein Thema werden, damit auch gerade die Kommunen ihren großen Investitionsstau im Saarland abarbeiten können. Glauben Sie, dass die Kommunen einen Auftragsschub vor dem Hintergrund der eben beschriebenen doch problematischen Einkommenslage stemmen werden? Und was versprechen Sie sich davon, wenn jetzt die Aufträge vereinfacht vergeben werden können, jetzt für Ihr Unternehmen? Ja, ich glaube schon, dass das passieren wird, dass die Kommunen einen Schub verursachen. Was ich halt dann befürchte, ist, dass es ganz am Schluss trotzdem die Rechnung wieder bei der Wirtschaft irgendwann wieder ankommt. Und irgendwas muss ja wieder bezahlt werden. Wenn der Staat Schulden aufbaut,
dann muss die Wirtschaft die wieder erwirtschaften, die Steuern. Und das sehe ich als das Übel für die zukünftigen Jahre, dass wir wieder vielleicht auf den Status quo zurückkommen, dass der Staat schwarze Null schreibt, beziehungsweise auch das Land. Und die Kommunen sind ja schon Jahrzehnte sind die überschuldet. Und es war ja ein schöner Ansatz, dass dass man einen Saarlandpakt geschlossen hat. Das fand ich als Unternehmer sehr gut, dass man sagt, okay, Kommunen, wir geben euch ein bisschen Geld, dass ihr Investitionsspielräume habt. Für mich ist ganz wichtig, dass die Kommunen das auch investieren und nicht in Konsum investieren. Konsum ist für mich Sozialhilfe oder was weiß ich, was man Konsum nennt. Für mich ist wichtig, was zu investieren. Schulden machen, okay, aber für Investitionen. Was fehlt Ihnen denn aus dem, was Sie in Erfahrung gebracht haben oder aus Ihrer persönlichen Erfahrung, an diesem Instrumentenkasten, der im Moment für die Firmen bereitliegt? Oder ist das für Sie ausreichend oder muss da noch was passieren? Der Instrumentenkasten im Moment ist ja für den, was wir Mittelstand nennen. Mittelstand ist ja nicht nur diese Betriebe zwischen, was weiß ich, 10 und 250 Leuten. Mhm. Aber genau diese Klientel ist bisher vergessen und jetzt ist man ja dran, da zu schrauben. Ich bin gespannt, die Frau Rehlinger bzw. der Herr Hans, die haben ja gesagt, dass man nächste Woche bis Mitte der Woche irgendwas im Internet findet, wo man da was steuern könnte. Herr Kleinservice, Sie hatten propagieren ja auch immer die unternehmerische Selbstständigkeit. Jetzt mag so mancher junge Meister, der möglicherweise auch ein Betriebsnachfolger sein könnte, sagen, also wenn das da so ein Stress wird mit diesem eigenen Betrieb und dann plötzlich in der Krise und wie soll ich meine Familie ernähren, glauben Sie, dass das den Drang zur unternehmerischen Selbstständigkeit bei den jungen Meistern dämpfen wird oder gibt es da eher eine jetzt erst recht Mentalität? Also ich glaube, dass man sich das nicht unbedingt aussucht, Unternehmer zu werden, zu entscheiden, sondern man ist Unternehmer. Und wenn man Unternehmer ist, so wie Charlie Oder das gerade gesagt hat, dann geht man ran, packt an und will auch sein eigenes Schicksal gestalten. Das ist, hat auch viel mit Selbstverwirklichung im besten Sinne des Wortes zu tun, dass mein Antrieb eben der ist, dass ich mein Umfeld und so gestalte, wie ich es will, dass ich mein Unternehmen aufbaue. Und ich glaube schon, dass es bei vielen angekommen ist, dass dem Handwerk in den letzten Jahren, auch dem saarländischen Handwerk, schon gut ging. Also seit 5 Jahren erlebe ich unsere Konjunkturbefragung und jedes Mal sagen wir, Mensch, es ist toll, es ist wirklich gut. Das Einzige, was ist, die Fachkräfte fehlen. Da haben wir gerade auch gehört, ja, das ist den Unternehmen auch sehr bewusst, dass man an den Mitarbeitern mithält. Und nochmal, es wird ein Leben nach Corona geben. Und ich bin guter Dinge, dass der Wunsch, den Meisterbrief zu machen, sich selbstständig zu machen, dass der nicht nachlässt. Wo, wenn nicht im Handwerk, kriege ich denn diese Perspektive? Herr Luxich, Sie haben eben gesagt, dass es ja auch zum Teil bei den Finanzierungen klemmt. Es ist auch so, dass die Banken ja jetzt nach der Finanzkrise über 10 Jahre dazu angehalten wurden, bei der Finanzierung eher restriktiv zu sein und eher versuchen, Finanzblasen zu vermeiden. Und das ist natürlich jetzt ein Hemmschuh. Fordern Sie, dass man da möglicherweise wieder ein wenig das zurückdreht? Oder glauben Sie, dass man trotz dieser hohen Regelungsdichte weiter das so machen kann? Also das Thema höre ich im Moment von ganz vielen Unternehmen aus der Praxis, gerade bei der Beantragung der KfW-Kredite. Da muss man ja erstmal über die Hausbank gehen, da muss man jetzt erstmal jemanden erreichen, da braucht man eine Reihe anderer Unterlagen und überall sind natürlich auch bei den Banken jetzt die Menschen im Homeoffice, man muss sich dann physisch getroffen haben. Also so einfach ist das gar nicht, einen Kredit zu beantragen. Man hat ja den Banken extra vorgegeben, als Lehre aus der letzten Krise besonders genau hinzuschauen und insofern beißt sich da jetzt die Katze in den Schwanz, weil natürlich eine Bank, wenn sie jetzt zum Beispiel einem Restaurant oder einem Hotel oder einem anderen Betrieb einen Kredit geben muss, die Frage stellen muss, wann kommen denn in den nächsten Wochen und Monaten wieder Einnahmen rein? Insofern ist das ein Problem. Die Bundesregierung hat hier auch auf unser Drängen hin ein Stück weit nachgebessert und bei verschiedenen Krediten jetzt die
Bürgschaften des Bunds auf 100% die Sicherheiten hochgefahren. Insofern ist das für einen Teil der Kredite jetzt eine Verbesserung. Aber logischerweise müssen die Hausbanken hier sehr kritisch vorgehen. Das ist in der Tat ein Problem, sowohl auf der praktischen Ebene, wie finden diese Treffen statt, wie kommen alle notwendigen Unterlagen zusammen, aber auch am Schluss in der Frage, kann man ein solches Risiko eingehen. Deswegen ist es ja gut, dass wir auch sowohl die KfW als auch die SIKB im Saarland haben, um hier ein Stück weit die Risiken abzufedern. Aber das Ganze ist natürlich auch für viele, auch übrigens ältere Unternehmer, kurz vielleicht zum Ende der unternehmerischen Phase hin, im Moment ein Risiko. Ich habe gerade noch mit jemand gesprochen, der sagt, ich will ja eigentlich nur noch ein paar Jahre im Betrieb bleiben. Soll ich jetzt noch mal so einen Kredit aufnehmen? Ja. Also insofern, das ist natürlich A, sehr bürokratisch, sehr langsam. Insofern schreckt das derzeit viele ab. Und es gibt dazu noch, wie gesagt, diese Förderlücke für den Mittelstand. Insofern ist das ein großes Thema, das dringend angegangen werden muss. Auch wenn wir hier hauptsächlich über das Handwerk reden, kann ich hier mitten im Herzen der EU natürlich das Thema Zukunft der Europäischen Union nicht ganz außen vor lassen. Herr Kleinservice, im Moment wird ja sehr viel darüber diskutiert, ob die Union das aushält, die Europäische Union das aushält, oder ob es zum Bruch kommt zwischen Nord- und Südländern und was das bedeuten könnte. Wie sehen Sie, schätzen Sie die Lage im Moment ein in der EU? Auch da hilft für den Blick nach vorne, ja, ist ein großes Thema, auch da hilft für den Blick nach vorne manchmal so der Blick nach hinten, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, aus welcher Situation heraus die EU gegründet wurde. Ja, Deutschland, Frankreich tun sich zusammen, einigen sich in Sachen Stahlproduktion, mit denen Stahl, mit denen früher Waffen geschmiedet wurden, mit denen man sich wirklich aufs Schlimmste bekämpft hat. Ja, da hat man gesagt, nein, wir wollen diese große Idee Europa machen. Das ist der Auftrag, den unsere Generation auch hat, dass wir da uns klar positionieren und sagen, nein, Europa in Form der Europäischen Union soll und muss Bestand haben. Auch die Diskussion um den Euro. Ich weiß gar nicht, wie oft der Euro schon totgesagt wurde. Also gegründet wurde, hieß es, er ist eine totale Weichwährung, es geht alles den Bach runter. So, dann hat man gemerkt, nein, er ist keine Weichwährung, er ist eine stabile Währung. Dann hieß es, das macht es aber jetzt schwierig für den Export. Ja? Es gab immer mal wieder Kritik und der Euro hat all diese Krisen überstanden. Das gibt vielleicht auch ein bisschen Hoffnung und Kraft, dass der Euro und erst recht die EU auch diese Krise übersteht. Mindestens hat die EU und Europa die Hoffnung darauf, dass es gut ausgeht, verdient. Wie stehen Sie denn zu Eurobonds, Herr Luxisch, die im Moment ja diskutiert werden? Es gibt in der Wirtschaft gibt es ja eine ganze Menge Befürworter inzwischen, die sagen, also wir müssen den Südländern helfen. Während heute habe ich schon irgendwo gelesen, dass die Union da massiv dagegen hält und sagt, also dass wir können nicht die Schulden der Südländer übernehmen. Ja, ich glaube, die Debatte wird ja derzeit vor allem im Ministerrat geführt. Vor allem die Italiener haben das ja auf die Tagesordnung gesetzt. Ich glaube, wir haben ja in der letzten Krise 2011, 2012 dafür die passenden Instrumente geschaffen mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus. Und der hat ja Kreditlinien von bis zu 400 Milliarden Euro derzeit frei. Und da bin ich dafür, dieses Instrument zu aktivieren. Da haben wir eben eine teilschuldnerische und keine gesamtschuldnerische Haftung. Deswegen ist das, glaube ich, das passende Instrument, das man zur Not aktivieren kann und muss, um eben auch in der Solidarität hier auszuüben, gerade gegenüber Italien, die natürlich immense Lasten auch im Gesundheitssystem haben. Also ich glaube, es ist jetzt wichtig, Europa hat uns 70 Jahre Frieden, Freiheit und Wohlstand gebracht. Deswegen werden wir auch hier ein Stück weit Solidarität üben müssen. Aber man muss es so machen, dass es mittel- und langfristig die richtigen Anreize setzt. Und die Haushaltspolitik und Wirtschaftspolitik, die wird ja eben nicht europäisiert werden. Insofern macht es keinen Sinn, eine Schuldenunion einzugehen. Wir haben jetzt in Deutschland unheimlich große Haushaltsrisiken eingegangen, nicht nur durch den zusätzlichen Haushalt, auch durch die Kredite und Bürgschaften. Und da jetzt nochmal alle Probleme noch oben drauf zu satteln in Europa, das wäre schwierig, es wäre auch der falsche Anreiz. Deswegen ESM ja, Corona oder Eurobonds eindeutig nein. Ich glaube, das würde die falschen Anreize setzen, würde auch nicht funktionieren. Und für uns im Kleinen ist es ganz wichtig, die Grenzkontrollen waren natürlich kurzfristig notwendig, damit unsere Städte in Saarbrücken und Saarlouis die Geschäfte nicht übervoll sind. Aber man muss sowas natürlich abstimmen mit den französischen Nachbarn. Was ich da kritisiere, das ist nicht nur die mangelnde Abstimmung, auch innerhalb der Landesregierung gibt es ja da sehr unterschiedliche Meinungen. Herr Bouillon, Herr Hans,
die kommunale Ebene. Konrad haben ja 3 unterschiedliche Briefe in einer Woche an Herrn Seehofer geschickt. Das ist natürlich schwierig. Das muss natürlich sehr viel besser koordiniert werden. Man muss langsam auch die kleinen Grenzübergänge wieder öffnen, zur Normalisierung ein Stück zurückkommen, koordiniert mit den französischen Freunden, damit da eben kein langfristiger Schaden entsteht. Also insofern Europa im Kleinen und auch im Großen verbessern. Und wir werden vor allem auch mehr Europa im Bereich der Gesundheitspolitik brauchen müssen. Wir erleben ja einen Rückfall ins Nationalstaatliche. Und wir merken ja, wie abhängig wir auch gerade von China sind. Ob das jetzt bei Masken ist, bei anderen Punkten, Arzneimittel. Also wir werden, glaube ich, dafür sorgen müssen. Das wird nicht nationalstaatlich, sondern nur europäisch gehen, dass wir auch in der gerade im Bereich Arzneimittel, Arzneimittelprodukte, dass wir da wieder sehr viel mehr in Europa produzieren, in den Bereichen, die wirklich zur kritischen Infrastruktur gehören. Wie sehen Sie denn die politische Diskussion, Herr Hodapp, als Unternehmer und natürlich auch als interessierter Mensch, die im Moment in Berlin und in Brüssel zu dem Thema Corona geführt wird? Ja gut, ich sehe das auch so. Also ich denke, wir sollten diese Schulden, die aufgebaut werden in den einzelnen Ländern, nicht europäisieren. Das finde ich, ist nicht der richtige Weg, weil genau das passiert, was Herr Oliver schon gesagt hat. Es wird dazu führen, dass diese Staaten, die schon, sage ich mal, grenzwertig verschuldet sind, dass die gar keinen Anreiz mehr haben zu sparen. Wenn die sagen dann, okay, die Europäer übernehmen ja unsere Schulden, dann brauchen wir ja nicht zu sparen. Gerade in Italien sehe ich das so, dass die Italiener vieles aus ihrem Gesundheitssystem rausgezogen haben, haben es in die Renten geschafft. Die haben dort, die gehen mit 62 in Ruhestand, die Italiener, und kriegen, was weiß ich, glaube 80% Rente. Bei uns, wir kriegen, ich glaube, 44%. Und das sind alles 48, Dinge, ja. Oder 48, das sind alles Dinge, wo ich sage, das fördert die Schulden der südlichen Staaten, und ich sehe nicht ein, dass die Deutschen für gerade stehen sollen. Also das ist meine Meinung dazu. Gut, wir kommen jetzt in die Schlussrunde, ist mir gerade signalisiert worden. Eine Frage, wir haben ja eben gesagt, Herr Lux, Sie haben ja gehofft, dass oder sagen Sie hoffen, dass die Freiheitsrechte der Bürger wieder dahin geführt werden, wo sie vorher waren, also der Status quo ante sozusagen eingeführt wird. Es ist natürlich die Gefahr da, dass möglicherweise bei vermeintlichen oder tatsächlichen Krisen dann doch wieder der Staat sehr schnell die Schranken hochfahren kann. Ja? Also das kann zum Beispiel auch, wenn irgendjemand sagt, wir haben jetzt einen Klimanotstand und dann plötzlich das Autofahren verbieten kann. Wie weit wollen Sie, da kann man da Mechanismen, Hürden einbauen, um solche Selbstläufer in Zukunft zu verhindern? Also ich glaube, Pandemien oder solche große Krisen sind Aufgaben des Staates. Das sagen auch Liberale ganz klar. Deswegen war es gut und richtig, dass die Regierungen so schnell reagiert haben. Wir unterstützen das auch. Die Krise ist eben die Stunde der Exekutive. Da ist schnelles Handeln notwendig. Und wir haben ja dazu auch im Bundestag den Maßnahmen zugestimmt, weil es eben notwendig war, auch ein Signal der Sicherheit zu geben und auch diese Summen in Bewegung zu setzen und auch die notwendigen Gesetzesgrundlagen dafür zu schaffen. Aber es kann eben, der Ausnahmezustand darf nicht zur Regel werden. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Deswegen jetzt über die Öffnungsstrategien zu diskutieren, sowohl auf der psychologisch-sozialen, individuellen Ebene, aber eben auch, was die Wirtschaft angeht, ist das eben notwendig, hier diese Perspektiven zu haben, weil man lässt sich ja nicht per Knopfdruck hoch und runter fahren. Die Zulieferer brauchen ja auch eine Planungszeit. Deswegen ist es ja so notwendig, diese Perspektiven aufzuzeigen. Ich glaube, wir haben jetzt aber auch ein Stück weit gesehen, was die wirklichen Probleme sind. Und ich glaube nicht, dass das jetzt manche meinen ja, das wäre es wie ein Vorbild. Also das kann ich jetzt überhaupt nicht sehen. Das ist eine schwere Krise, die viele Menschen belastet. Manche sehen darin ja eine positives Vorbild, das kann ich jetzt überhaupt nicht sehen. Ich glaube, es ist wieder notwendig, dass wir langsam wieder zurück zum normalen Leben kommen, die gesellschaftliche und wirtschaftliche Freiheit wieder Stück für Stück zurückgewinnen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, sondern nur in kleinen
kontrollierten Schritten, aber das müssen wir jetzt dringend angehen. Ich glaube, Deutschland hat sich als starkes, solidarisches Land in der Krise gezeigt. Wir haben auch gerade im Saarland, die Nachbarschaftshilfe funktioniert, das Gesundheitssystem, wir haben unheimlich viele im Ehrenamt, auch die Gesundheitsberufe, wirklich die Helden des Alltags. Das funktioniert in Deutschland sehr gut, darauf können wir stolz sein und deswegen werden wir auch besser als andere Länder aus der Krise kommen. Herr Klein-Zirbes, welche Lehren werden Sie persönlich aus der Corona-Krise ziehen wollen? Also persönlich, dass wir zukünftig viele Videokonferenzen machen, vielleicht etwas weniger zusammenfahren, auch Telefonkonferenzen, diese Tools, glaube, die werden wir deutlich stärker beibehalten, als was früher hatten. Sie ersetzen aber auch nicht das persönliche Gespräch, das will ich auch mal sagen, es ist was anderes, ob man eine Vorstandssitzung mit dem Vorstand hat, mit dem Ehrenamt und man guckt sich eben auch live an und kann die Atmosphäre aufgreifen oder ob sich jeder aus seinem Wohnzimmer dazu schaltet. Und um Ihre Eingangsfrage nochmal zu beantworten, ja, auch ich werde dann bald ins mobile Arbeiten gehen, wechsle mich mit meinem Stellvertreter ab. Wir sind dann aber so, ich glaube, die Letzten wirklich, die diesen Schritt dann gehen, so dass die Unterschriften auch immer gewährleistet sind, auch wenn es ihn erwischt oder mich erwischt. Ich muss mir dann noch einen Kapuzenpulli kaufen, damit ich auch wirklich Homeoffice machen darf oder mobiles Arbeiten. Aber dann probiere ich das auch mal aus. Ja, Herr Hoder, auch an Sie die Frage, welche Lehre ziehen Sie für sich und Ihre Firma aus der Krise oder sind Sie da noch in einem Überlegensprozess? Nee, ich bin da schon, ich bin positiv gestimmt. Also ich appelliere an die Regierung, dass man möglichst bald ein Wiedereinstiegsszenario findet. Und ich selbst für mich denke, das kann ja nicht jetzt ewig so bleiben, dass wir downgesized sind. Und wir haben für die Zukunft die Hoffnung, dass es nicht schlechter geht, sondern noch besser wie vorher. Herzlichen Dank, Herr Simon. Ja, wertes Podium, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen am Gründonnerstagabend. Ich freue mich, dass Sie das alles sehr positiv betrachten und hoffe, dass sich Ihren Ausführungen dass Sie sich auch so bewahrheiten werden, dass wir bald auch wieder ein bisschen mehr Freiheit genießen dürfen als bisher. Ich wünsche Ihnen allen zu Hause ein schönes Osterwochenende. Kommen Sie mit der Villa Lessing gut durch die Zeit. Damit machen wir nächste Woche weiter, am Donnerstag. Bearbeiten das Thema Unternehmen an sich per se mit dem Landesvorsitzenden der Familienunternehmer Wolfgang Herges sowie der stellvertretenden Landesvorsitzenden der FDP Saar Angelika Hieserich-Peter. Vielen herzlichen Dank. Gruß nach Hause aus der Villa Lessing. Schön, dass Sie mitgemacht haben.